oder der Bastelzeit. Und ja, heute geht es so indirekt um das Ding hier. Na, wer das so grob einschätzen kann, der kann sich eventuell denken, was das ist, nämlich ein Bedienpanel einer Heizung. Und wer sich ein bisschen mit Technik auskennt oder mit Heizungen, wird auch zwei Sachen hier dran finden, die nicht ganz so dolle sind. Nummer 1, 26 Grad ist nicht unbedingt warm für eine Heizung. Und Nummer 2, rote Lampen sind meistens nicht gut. In jedem Fall bedeutet die rote Lampe ein Brennerfehler. Das hier ist nämlich noch eine klassische Heizung mit Heizöl. Ist natürlich uncool. Zum einen, weil ja aktuell dürfte es wahrscheinlich relativ teuer sein, wenn man den Tank voll machen möchte. Und zum zweiten ist es eine bescheuerte Idee, verflüssigte Dinosaurier in die Atmosphäre zu pusten. So, heute soll jetzt aber nicht der Tag sein, wo ich mich stundenlang über gewisse bürokratische Hürden aufrege, die dafür sorgen, dass möglichst alles beim Alten bleibt. Also muss ich wohl oder übel dafür sorgen, dass wir hier diese aktuelle Situation mit 26 Grad und Brennerfehler wegbekommen. Die gute Nachricht, der Brenner selber ist eigentlich nicht kaputt. Das heißt, rechts daneben ist ein Taster, wenn ich den drücke, dann zündet das Ding wieder und üblicherweise läuft es dann auch wieder ein paar Wochen durch. Das Hauptproblem ist also eher zu merken, wenn der Brenner ausfällt, sodass ich früh genug drücken kann, bis dass sich hier Leute beschweren, dass es kalt ist. Sollte jetzt jemand sagen, Moment mal, das kenne ich doch. Richtig, ich hatte vor langer, langer Zeit mal einen Arduino mit einem Ethernet Shield und einem Lichtsensor benutzt, um exakt diese Lampe auszulesen. Seinerzeit konnte der Fehler behoben werden. Das hat sich dann einmal bis zum Hersteller durcheskaliert, den man eigentlich als Privatperson nicht beauftragen darf. Aber naja, nachdem die da waren, war relativ klar, wo der Fehler ist. Das Ding schnell behoben und damit die Sache dann auch gegessen. Aktuell bin ich mal wieder im Zustand, ich kann mit den lokalen Technikern, die ich beauftragen darf, reden. Die äußern auch immer schöne Vermutungen. Nachvollziehen konnte ich bisher noch keine. Und zumindest die letzten Versuche waren, wie man an der roten Lampe sehen kann, auch noch nicht mit Erfolg gekrönt. Also, ja. Wie kriege ich jetzt mit, dass die Heizung ausgefallen ist? Nun, eine Möglichkeit wäre, die Lampe wieder abzugreifen. LDR von damals. Prinzipiell hat es funktioniert, aber so ein LDR, also ein lichtempfindlicher Widerstand, der reagiert auf Licht. Das heißt also, naja, wenn die Lampe da angeht, löst er aus. Wenn aber einer das Licht in dem Raum anmacht, löst er im Zweifelsfall auch aus. Ist also nicht ganz so zuverlässig. Am schönsten wäre es jetzt natürlich, an die Lampe elektrisch dran zu gehen. Das heißt also, die Betriebsspannung da abzugreifen. Aber leider ist da kein Stecker oder irgendwas dazwischen. Das heißt, ich müsste in der Heizung dann irgendwelche Kabel zerschneiden. Ist jetzt noch nicht so unbedingt das, was ich machen möchte. Das gibt wieder Diskussionen. Also gucken wir mal, ob wir eine andere Möglichkeit finden. Nächste schöne Lösung wäre, irgendwelche Werte aus der Heizung rauszubekommen. Fast jedes System hat üblicherweise einen Störkontakt, der extra dafür gedacht ist, dass man so Fehlermeldungen an ein anderes System weitergibt, was dann Alarme rausschicken kann. Problem ist, hier der Controller, da haben sie ein bisschen gespart. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, dann ist dieser Störkontakt gekoppelt mit einer Sekundärfunktion und die Sekundärfunktion ist bei hier der Anlage in Nutzung. Das heißt also, ja, der Anschluss ist leider belegt mit einer anderen Funktion und ich kann ihn nicht benutzen. Andere Möglichkeit, auf dem Display seht ihr die 26 Grad und das Kleine, was man nicht lesen kann, da steht Bus. Das Ding hat nämlich einen digitalen Datenbus, das heißt also, da kann man einen Stecker draufsetzen mit Geräten dahinter und da kommen dann Dinge raus, wie zum Beispiel die Kesseltemperatur, also die 26 Grad. Naja, wenn ich die Kesseltemperatur hätte, kann ich sehen, wenn sie weiter absinkt und kann dann darauf reagieren. Gibt nur auch hier wieder ein Problem. Selbstverständlich ist das Busprotokoll ein Betriebsgeheimnis und da darf man nicht dran und hin und her. Ich könnte mich natürlich einmal draufschalten, das Protokoll mitlesen und irgendwie habe ich die dumpfe Vermutung, dass da das nicht so verschlüsselt ist, dass man es nicht merkt. Das heißt also, man könnte wahrscheinlich relativ flott die Daten auslesen, aber wäre wieder mit einem Eingriff in die Heizungssteuerung verbunden und den möchte ich hier aktuell noch vermeiden. Bleibt dann nur noch die letzte und eigentlich unschönste Möglichkeit und zwar ähnlich wie eins. Wir müssen irgendwas Externes messen. Beim ersten Versuch hatte ich ja das Licht gemessen. Diesmal gehe ich auf eine andere Methode und zwar gehe ich auf die Temperatur.
Jetzt müssen wir mal einen kurzen Ausflug machen, wie eine klassische Heizungsanlage in Deutschland funktioniert. Sagen wir es mal so. Die meisten sind Wasserheizungen. Das heißt also, in den beheizten Räumen hat man Heizkörper. Vereinfacht gesagt, haben wir ein Rohr, das bringt heißes Wasser zum Heizkörper. Das fließt da rein. Der Heizkörper erhitzt sich, erhitzt die Raumluft. Das Wasser wird kühler und das kühlere Wasser fließt dann wieder zurück. Um das Fließen ein bisschen zu beschleunigen und zu kontrollieren, gibt es dann üblicherweise eine Pumpe und ein großer Wasserbehälter, der Kessel. Und das ist das, wo die Heizung dran hängt. Das heißt, da ist irgendein Brenner oder irgendetwas, was dann zum Beispiel mit Gas oder Öl oder heutzutage eben über eine deutlich effizientere Wärmepumpe das Wasser erhitzt und auf einer gewissen Temperatur hält, sodass das alles schön ausgeglichen ist. Das ist jetzt natürlich vereinfacht. In der Realität hat man meistens mehrere Heizkörper an so einem Strang dran. Die müssen dann untereinander auch noch abgeglichen werden und dann gibt es Ventile an den einzelnen Heizkörpern und dann gibt es Druckausgleich und dann hat man eventuell noch mehrere Stränge, die im Gebäude hochgehen oder hat sogar noch einen separaten Strang, der dann zum Beispiel für Warmwasser da ist. Also eine Menge Sachen, die man berücksichtigen muss und auch die Temperaturen, die da gefahren werden. Eine alte Anlage, sage ich mal, wie die hier, die geht teilweise hoch bis 60, 70 Grad im Vorlauf. Also dieses heißes Wasser, was ins Gebäude reingeht. Wohingegen zum Beispiel bei Wärmepumpen das Motto gilt, je tiefer die Temperatur ist, die wir reingeben, desto weniger Strom brauchen die, desto effizienter werden sie. Um das nutzen zu können, braucht man dann aber eventuell größere Heizkörper oder Flächenheizungen, auch bekannt als Fußbodenheizung oder sowas. Ist also ein Riesenthema, dieses ganze Heizungsgeraffel ist nicht umsonst ein eigener Ausbildungsberuf. Aber zurück zu meinem ursprünglichen Plan. Ich möchte die Temperaturen haben. Das heißt, im Prinzip würde es mich reichen zu gucken, was kommt am Kessel raus, was kommt am Kessel zurück. Und wenn da ein Unterschied ist, es kommt wärmeres Wasser raus, als wir wieder zurückbekommen. Das heißt also, irgendwas macht da das Wasser warm. Der Brenner muss also noch funktionieren. Aber wenn ich doch jetzt eh hier bin, na, dann können wir es auch ein bisschen größer machen. Denn die Temperatursensoren, die kosten nicht wirklich viel. Das sind nur ein paar Cent. Kabel legen muss ich eh, also verteile mir doch ein paar mehr. Und zwar überall, wo ich drankomme und wo Dinge abgehen oder zurückkommen. Das ist irgendein Vorteil für mich? Ja, durchaus. Denn ja, dann weiß ich ja im Prinzip, wie viel gebe ich raus, wie viel kriege ich zurück an Temperatur. Und dann sehe ich, an welchen Stellen geht denn die meiste Energie ins Haus rein. Wo wird am meisten abgerufen, auf welchen Strängen. Und das sind dann halt ja auch eher die, wo wir am meisten heizen. Kann dann eventuell die Räume schon mal grob sehen und könnte dann zum Beispiel auch hingehen und absichtlich mal die Temperatur so weit runterdrehen, dass wir im Prinzip auf Raumtemperatur rauskommen. Und so dann schon mal sehen, okay, wie weit kann ich denn runtergehen mit der Temperatur, ohne dass ich hier das Problem habe, dass ich die Räume nicht mehr warm bekomme. Aktuell ist das natürlich ein bisschen witzlos, weil man draußen ja auch eine Außentemperatur hat, die dann dafür sorgt, dass es aktuell nicht so viel geheizt werden muss. Aber ich denke, man kann dann schon mal hoffentlich so einen kleinen Dings sehen, so einen kleinen Trend. Und mit Glück hilft mir das dann hier doch grob zu wissen, ob ich mal in Richtung Wärmepumpe gehen kann, wenn hier das Ding sich gar nicht mehr reparieren lässt. In der Hoffnung, dass es dann irgendwie Modelle gibt, die ein bisschen offener sind und dann hoffentlich nicht mehr so stark darauf angewiesen ist, irgendeinen Techniker zu finden, der schon irgendwie das Richtige macht, ohne dass man es nachprüfen kann. Also, ja, Primärziel würde ich mal sagen, ist klar, Temperaturen erfassen. Was haben wir da für Temperaturen? Naja, es ist eine Heizung, die arbeitet auf Wasserbasis in dem Fall hier. Das heißt, Temperaturen über 100 Grad wird man an den wasserführenden Teilen eher nicht sehen. 100 Grad ist jetzt auch etwas, was viele Sensoren aushalten. Unter anderem meine guten alten DS18B20, die ich gerne hier einsetze. Die habe ich schon seit, ich glaube, über 20 Jahren inzwischen im Einsatz und bisher noch keine Defekte, wo ich nicht selber dran schuld war. Das heißt, das ist schon mal eine ganz gute Sache. Vor allen Dingen, sie sind digital, sie sind dann ein Bus. Das heißt also zum einen, wenn wir hier einen Mikrocontroller anklemmen, kriegen wir direkt die fertige Temperatur raus, müssen nicht noch irgendwie groß Mathe machen. Und das zweite ist, es ist wie gesagt ein Bus. Das heißt, man kann mit drei, eigentlich zwei, besser sind drei Kabel, so viele wie man will hintereinander schalten, einfach immer wieder ans selbe Kabel dran klemmen. Und man kann sie trotzdem alle einzeln identifizieren und die Messwerte abrufen. Gut, die hier, die sind natürlich okay, aber nicht ideal für Dinge, wo eventuell mal was feucht werden kann. Glücklicherweise gibt es die auch in mehr oder weniger wasserfest. Ich habe mal zugegriffen, die waren noch hier irgendwo in meiner Bastelkiste von einem vorherigen Projekt übrig.
Müssten irgendwie so 15 bis 20 Stück sein. Und ja, der Plan ist jetzt, die ganzen an der Heizung oder an den Rohren, die von der Heizung weggehen, zumindest zu verteilen. Da komme ich zum Glück dran. Eventuell noch ein paar von denen irgendwie, so Raumtemperaturerfassung, wie gesagt. In meinem Bereich habe ich in den meisten Räumen welche, aber so gemeinsam genutzte Bereiche sind bisher noch nicht versorgt. Mal gucken, was ich da mache, eventuell was mit Akku, aber das ist erst zweiter Schritt. Erster Schritt ist, das Ganze hier muss ein großer Bus werden und das Ganze muss dann die Daten zu mir liefern. Damals ging es per Ethernet. Ethernet ist aktuell ein bisschen problematischer, weil da kein Switch mehr in der Ecke ist. Der ist gewandert, deswegen versuchen wir es mal mit WLAN. Mal gucken, ob wir mit hier so einem normalen ESP8266 das hinbekommen. Prinzipiell funktioniert das. Ich hatte hier die Sensoren auch schon mit ESP8266 im Einsatz an anderen Stellen. Aber was mir aufgefallen war, wenn man mehrere anklemmt, da hatte ich dann immer wieder Probleme. Und das ist das, was ich dann hier auf jeden Fall mal testen muss. Denn, naja, ich habe die Befürchtung, mit einem Sensor komme ich nicht allzu weit. Ich bräuchte ja mindestens mal Vorlauf, Rücklauf und so weiter. Also bauen wir jetzt erstmal hier unseren kleinen, wie heißt das Ding? Plus-Sivo? Okay, unseren ESP8266 Node MCU-Klon zusammen. Ist hier so ein üblicher, günstiger, wo die ganzen Steckerleisten so nicht dran sind. Das heißt, einmal Lötarbeit für uns. Ich könnte jetzt natürlich auch auf einen kleineren ESP01 gehen. Allerdings, ich werde eventuell später dann doch noch ein LDR oder so dran machen. Von daher lieber mal ein paar Pins mehr verteilen. Und ja, der hier hat halt auch die USB-Buchse dran. Das heißt, man kann schnell die Software mal ändern. Man kann USB-Netzteilen fertiges benutzen, was halt auch ein bisschen angenehmer aussieht in solchen öffentlich zugänglichen, oder öffentlich nicht, aber zumindest für mehr Leute zugänglichen Bereichen. Dann sieht das nicht so ganz nach Bombenbau aus hier. Okay, soweit so gut. Nummer 1 fertig. Ich suche mal ein USB-Kabel und dann gucken wir erstmal, ob wir den programmieren können. Hängen sinnvollerweise mal einen Sensor dran. Mal hier so einen. Und gucken erstmal, ob wir überhaupt eine Software hinkriegen, die das Ding abfragt. Fangen wir mal an mit dem Micro-USB, ob das Ding blinkt. Und die Antwort ist, naja, hat zumindest mal kurz geblinkt. Ich hätte jetzt einen Blinksketch erwartet, aber okay, I'll take it. Es kommt zumindest mal kein Qualm raus, also ich hoffe, es funktioniert. Und Breadboard, nehmen wir das hier. Da ist noch ein bisschen was frei drauf. Klemmen wir uns das mal hier passend an. Ground. Der hier, 3,3 Volt. Und dann holen wir den D4, weil er schon hier ist. Und die kommen dann hier entsprechend auf, was hat er gesagt? Ground, VCC und Daten in der Mitte. Okay, soweit so gut, zumindest auf dem Papier. Natürlich muss das auch noch in der Praxis funktionieren. Dafür fehlen uns jetzt noch zwei Dinge. Nummer 1. Datenkabel sollte wirklich auch da drin sein. Und Nummer 2, wir sollten ein Pull-Up haben. Das heißt also etwas, was den Datenkanal gegen VCC zieht. Und ich habe jetzt leider nur die hier gefunden. Das sind 10 Kilo-Ohm. Normalerweise holt man 4,7, ist so der Richtwert. Wahrscheinlich muss ich eher runtergehen, da ich halt eine relativ lange Strecke habe. Aber wenn wir zwei 10 Kilo-Ohm nebeneinander machen, haben wir ja 5 Kilo-Ohm. Es geht in die richtige Richtung. Und ja, dann mal gucken, wie das da ausgeht. Wie gesagt, im Zweifel muss ich es eventuell... Also ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich kann entweder hingehen und kann den Widerstand hier weiter tiefer machen. Ich kann gucken, dass ich möglichst wenig Probleme habe. Das heißt also, ich hatte eben ja schon gesagt, das ist ein Bus. Das heißt hier, die Dinger sollten möglichst dicht am Kabel sein. Wenn ich also hier mein Kabel habe, sollte hier der Sensor sein, aber kein Stich kommen. Das heißt also, dass wir ein Kabel haben und dann irgendwie hier nochmal 5 Meter in die eine Richtung gehen. Da steht ein Sensor. Und das ist uncool. Wenn man sowas machen will, sollte man eher hingehen, die Daten holen, den Datenkanal die 5 Meter da hochlegen, Sensor anklemmen und dann wieder einen Rückweg legen. Ist verdoppelte der Kabelanzahl dann auf der Seite. Aber das ist natürlich ein bisschen unschön, weil hier die schon relativ lange Kabel dran haben. Von daher werde ich es ein bisschen Stich nicht vermeiden können. Was ich auch noch machen kann, ist einfach mehrere Bussysteme. Ich meine,
es ist nur ein Datenpin, der benutzt wird und ich kann einfach irgendeinen anderen Datenpin holen und da auch wieder Sensoren dranhängen, wenn ich zum Beispiel in verschiedene Richtungen muss. Also Möglichkeiten haben wir da. Gut, prinzipiell ist jetzt alles angeklemmt, das heißt, ich suche mal wieder mein USB-Kabel, wo auch immer das hin ist. Und dann schreiben wir mal eine Runde Software dafür, in der Hoffnung, dass wir dann von dem Sensor hier schon mal einen Sensorwert bekommen. Und was wir auch noch machen müssen, ganz wichtig, ich hatte eben ja schon gesagt, die kann man einzeln einsprechen, ne? Die melden sich über ihre Seriennummer, die ist leider außen drauf üblicherweise nicht erkennbar, spätestens wenn sie halt hier eingepackt sind. Und ja, das heißt, ich muss jeden offensichtlich einmal anklemmen und mir ein Schildchen dran machen, welche Seriennummer das denn ist, sodass ich die später wiedererkennen kann. Weil sonst habe ich jede Menge Messwerte, aber weiß nicht wovon. So, auf der PC-Seite benutze ich wieder Platform.io, einfach weil ein bisschen mächtiger ist. Project Name, Heiztemperatur, kann ich es wiederfinden. Und das Board ist NodeMCU ESP12E kompatibel mit Arduino. Klingt gut. Dann bauen wir uns das Projekt mal zusammen. Und dann können wir hier im Prinzip loslegen. Wir brauchen das und wir brauchen die Libraries. Wo ist mein Platform.io hin? Okay, der prüft noch die Installation. Kann wohl im Moment dauern. Jetzt kommt's. Wir bräuchten auf jeden Fall eine Library für den OneWire. Ich glaube, die war von Paul Stoffregen. Genau. Das ist so die Standard-Library, wenn man das machen möchte. Die nehmen uns einmal, zack, zack, in die Platform.io. Achso, vielleicht sollte ich es komplett hier ziehen. So. Das heißt, die haben wir schon mal drin. Jetzt können wir im Prinzip ja eigentlich schon loslegen. Gucken wir mal einfach das Example. Temperature klingt gut. Da kopieren wir es einfach mal komplett hier. Und passen uns das dann fleißig an. So. Include, das Arduino.h lasse ich gerne drin. Und dann machen wir das hier mal alles ein bisschen kleiner. DS ist auf dem Pin, was hatten wir eben angeklemmt, D4. Setup beginnen, nicht Dings, sondern 1.5.200, das ist meine Standardgeschwindigkeit. Temperatur brauche ich nur in Celsius, Fahrenheit braucht eh keiner. Der sucht also jetzt hier im Prinzip, komm, gehen wir gerade den Code durch. Er geht jetzt erstmal hin und sucht alle Adressen im Prinzip. Oder sucht erstmal, ob es aktuell noch Adressen gibt. Wenn es eine Adresse gibt, dann fängt er an und gibt uns erstmal hier die ROM-Nummer aus. Das ist diese angesprochene Seriennummer. Am Ende wird eine CRC, Cyclic Redundancy Check, also eine Prüfsumme, noch ausgegeben. Das heißt, es wird geprüft, ist die Daten, die wir empfangen haben, die Seriennummer in dem Fall denn korrekt oder nicht. Wenn es nicht korrekt ist, also irgendwelche Übertragungsfehler aufgetreten sind, sehen wir das also. Dann wird geprüft, was haben wir für einen Chip. Es gibt da die 10, die 28 und die 22. Das sind die unterschiedlichen Versionen, sage ich mal, von dem Chip. Ich bin mir 100% sicher, dass das ein 28er hier sein wird. Zumindest mal der 3-Pinner und die extern eigentlich auch. Eigentlich ist das heute alles davon. Wenn wir dann weitergehen, setzen wir den Bus zurück, sagen, okay, ich möchte jetzt mit dieser Adresse da sprechen. Schreiben dahin Start Conversion. Das heißt also, wir sagen dem, okay, wir möchten jetzt gerne einmal die Temperatur ermitteln. Dann wartet er eine Sekunde. Das muss ich auf jeden Fall noch optimieren, dass er da nicht die komplette Sekunde wartet. Es dauert ungefähr 750 Millisekunden, bis das die Temperatur eingelesen ist, aber halt pro Sensor. Das heißt, wenn wir das jetzt hier so machen würden, dann würden wir irgendwie, keine Ahnung, 20 Sekunden allein mit dem Delay verbringen und da haben wir noch nichts übertragen. Jetzt ist es eigentlich ausreichend, da alle, keine Ahnung, Minute oder so die Heiztemperatur zu ermitteln. Also das ist jetzt nicht so zeitkritisch, aber wenn wir 20 Sekunden hier im Delay hängen, das sind auch 20 Sekunden, wo wir dann nicht irgendwie andere Sachen machen können. Deswegen, das ist ein bisschen unschön. Habe ich aber, glaube ich, irgendwo noch Code zu, dann nutzen wir den. So, wenn das passiert ist, die Sekunde, dann resettet er wieder, sagt wieder, hallo, ich möchte mit dem einen Device sprechen. Wenn er das dann tut, sagen wir, okay, gib mal bitte dein Scratchpad, heißt das hier, also im Prinzip die Daten, die jetzt berechnet wurden, die Temperatur, die werden ausgelesen, erstmal in Rohdaten, das sind 9 Byte, die hier gelesen werden, auch hier nochmal eine Prüfsumme, ob die Temperatur wirklich richtig ausgelesen wurde.
Dann kommt ein bisschen Magie. Das ist Mathe, um die Temperatur auszurechnen. Und am Schluss kriegen wir hier Grad Celsius raus. Fahrenheit haben wir ja schon gesagt, brauchen wir nicht. Also kommt der Kram weg. Und ja, im Prinzip println haben wir jetzt hier ein funktionsfähiges Ding. Und wenn ich das ausführe, müsste eigentlich uns der Mikrocontroller die aktuelle Temperatur hier sagen können. Was ich jetzt noch machen werde, ist hier noch ein paar Sachen in die Datei hier reinschreiben, sowas wie Upload Speed und Co. Da muss ich mir erstmal raussuchen, wie das alles war. Ist schon ein bisschen was her, dass ich mit denen was gemacht habe hier als frisches Projekt. Okay, da haben wir das. Die Angabe habe ich gesucht. Upload Speed diese da und Monitor Speed 115-200. Gut, theoretisch müsste das so laufen. Starten wir mal den Serial Monitor, ob er das Ding findet. Ach, sieht gut aus. 115-200. Bauen wir das Ganze mal. Ups, ein paar Warnungen. Die sind aber in der Library selber. Also nichts, wo ich jetzt so direkt was dran machen könnte. Und da sind wir 25%, also schon ein Viertel vom Flash haben wir belegt. Das ist leider am ESP so. Der ist relativ ineffizient, was Speicher angeht. Wenn wir hier gucken, das sind ja irgendwie, keine Ahnung, schon 270 Kilobyte auf einem Arduino, einem klassischen ESP, einem klassischen Atmega. Passt das locker irgendwie in 4 Kilobyte oder 8 Kilobyte rein. Aber gut, wir wollen uns ja nicht allzu sehr beschweren. Dafür kriegen wir dann gleich WLAN, wenn wir das nachgerüstet haben. Laden wir es mal drauf, mal gucken, was er tut. Er tut nicht viel. Could not open, permission denied. Okay, einfach nochmal machen, dann läuft's. Upload geht schon mal, das heißt, unser Board lebt. Und was sagt unsere Ausgabe? Wo ist denn unser? Ah, hat er etwa unser serielles Terminal zugemacht hier? Chip, hey, what? Okay, ja, aber nein. Also er liest eine ROM mit 28 am Anfang und erkennt das als DS18B20. Das kommt hin, aber die Temperatur mit 91,5 Grad Celsius, die wage ich doch irgendwie zu bezweifeln. Das ist nicht schön. Spielen wir mal, das wird schon schief gehen und ich hole einfach mal einen anderen Sensor aus meiner Packung. Vielleicht, dass ich da wirklich den einen einzigen kaputten erwischt habe. Also ich hatte bisher, wie gesagt, noch keine Defekte eigentlich von den Dingern. Chip erkannt und hey, der macht die richtige Temperatur. What the heck? Also 21, 22 Grad, das lasse ich mir noch gefallen. Jetzt spielen wir das Spielchen einfach mal. Und wo ist jetzt mein USB-Kabel hingefallen? Nehmen wir dieses hier, klemmen das Ganze nochmal an. Und ich habe so die dumpfe Befürchtung, jetzt haben wir plötzlich drei funktionierende Sensoren. Und gerade mal neu verbinden. Die serielle Verbindung ist natürlich abgebrochen. Und 19 Grad, 22 Grad, 19 Grad, 19 Grad. Ich würde sagen, jetzt funktioniert der Kram auch. Und was wir auch schon ganz gut sehen können, wir haben offensichtlich auch keine Probleme, jetzt irgendwie hier mehrere Sensoren auszulesen, obwohl es ein ESP8266 ist. Also, Plan steht. Gehen wir mal dazu über, das Ganze einzubauen. Und you know the deal, passt bitte auf, dass ihr an Dinge nicht rumfummelt, wo ihr nichts verloren habt. Ich kenne hier die Anlage, weiß, was mich erwartet und kann grob einschätzen, was da welche Gefahren verursachen sollte. Das heißt, ich habe den Brenner schon deaktiviert, dass der nicht anspringt. Ich weiß, wo die heißen Leitungen sind, packt da nicht direkt dran. Das passt schon. Und ihr seht jetzt hier, ich bin die Sensoren schon so ein bisschen am Verteilen. Die sind alle schon in Schrumpfschlauch eingewickelt und so. Das heißt, die kommen da jetzt in die Isolierung mit rein. Da diese Isolierung ohnehin, nennen wir es mal, nicht dem aktuellen Stand entspricht, ist das aktuell auch kein so großes Problem. Das ist auch noch so ein To-Do, welches mal gemacht werden müsste, den ganzen Kram richtig zu isolieren. Aber das übliche Problem, es gibt tausend Dinge, die man machen muss und die Isolierung ist jetzt für mich kein so großes Problem. Ja, dann geht im Keller ein bisschen was an Hitze verloren, aber die meisten Räume, wo die Heizungsleitungen durchgehen, sind eh genutzt. Das heißt also, wenn es da mal ein bisschen wärmer ist, das ist ein Nebeneffekt, der eventuell auch gar nicht so schlecht ist. Ja, was die Verkabelung angeht, es sind ja Kabel dran. Ich habe dann von da aus mit Netzwerkkabeln verlängert, das heißt also so Standard-Cut-Kabel.
Und ihr seht, die habe ich jetzt hier mit in eine Klemme reingemacht. Das ist so ein bisschen grenzwertig. Normalerweise soll man Dinge nicht zusammen verlegen und in Klemmen machen und dies und das und jenes. Das Kabel, was hier in derselben Klemme steckt, das ist auch eine Datenleitung. Das ist die Busleitung von der Heizung. Die geht zu einer Steuerung oder einem externen Thermostat. Das heißt, da drin sind nur, ich glaube, es sind 24 Volt müssten es sein und ein paar Datenkanäle. Also ich bin da zumindest mal von den 230 Volt Leitungen weg. Aber ehrlich gesagt, naja, ich glaube, wenn man die meisten Kanäle in so Büros aufmacht, wo in so einem Kabelkanal Netzwerkanschlüsse und Steckdosen sind, naja, diese Trennung zwischen Netzwerkkabeln und Stromkabeln, die eigentlich existieren sollte, ist halt auch bei vielen Elektrikern bei der Installation leider ein Fremdwort. Das heißt also, es tritt auch in der Praxis häufiger auf und die Anzahl der Probleme, die dadurch entstehen, ist auch eher gering. Aber wie gesagt, ich habe versucht darauf zu achten, möglichst da, wo es geht, das nur mit anderen Datenleitungen zu kombinieren und Abstand zu Netzleitungen zu halten. Der Übergang, der ist dann etwas chaotisch, könnte man sagen. Ich habe hier einfach solche, ich glaube, Federklemmen ist der generische Name, genutzt. Die sind relativ bekannt. Hier diese günstigen Modelle, die würde ich jetzt vielleicht nicht für 230 Volt Installationen benutzen, aber für hier so Datenleitungen, wo wir irgendwie 3,3 Volt haben und einen Datenkanal, da sehe ich da kein Problem. Und sie sind halt schnell mit dem Ein- und Ausstecken. Wie gesagt, ich möchte die Sensoren nach und nach anklemmen, um dann zu gucken, wer welche Seriennummer hat. Also ESP mal dran geschlossen und jetzt für den ersten Test ein USB-Netzteil dran. Und ich würde sagen, das sieht schon mal gut aus. Hier kommen Werte rein, die sehen auch soweit sinnvoll aus. Und ja, ich würde mal sagen, das Konzept funktioniert. Theoretisch könnte ich das jetzt also so hängen lassen, aber okay, ich mache es schon sauber. Das heißt, dieser ganzen Kabelwust-Verteilkram, den habe ich dann in hier solche Boxen reingepackt, in solche Aufputzverteiler, dann sieht das nicht ganz so schlimm aus. Und auch der ESP ist in so eine Box gewandert, die dann irgendwo in der Ecke hängt, wo ein bisschen mehr WLAN-Empfang ist. Die Stromversorgung, die erfolgt jetzt auch nicht mehr per USB-Netzteil, sondern über eins von den Datenkanälen wird es quasi ferngespeist, nenne ich es mal. Denn in der Nähe hängt noch ein anderer ESP und der hängt an meinem Solarnetz. Von daher nehmen wir von da den Strom. Dann haben wir im Prinzip eine komplette galvanische Trennung von hier dem System und dem ganzen Kram, der Richtung Heizung geht. Theoretisch sollte es egal sein, weil normalerweise sollte nirgendwo eine elektrische Verbindung zwischen irgendwelchen Heizungskomponenten oder Rohren und den Kabeln, die ich jetzt hier gemacht habe, hergestellt werden können. Aber hey, sicher ist sicher, je mehr Schutzlayer wir haben, desto schöner. Und ja, damit ist zumindest mal die Bastelei erstmal fertig. Ich habe mir dann in Home Assistant einfach eine Regel gebaut, wenn die Temperatur unter einen gewissen Wert senkt, dann macht der hier eine Benachrichtigung. Und ja, hoffentlich kriege ich dann einfach früher mit, falls das Ding nochmal ausfällt. Im Moment hat es jetzt mal wieder ein paar Wochen gehalten. Ich habe immer noch nicht das Muster raus, was da das Problem ist. Immerhin, ich kriege jetzt ein paar mehr Metriken und insbesondere, wenn ich das halt mit so Außentemperatur oder Raumtemperaturen kombiniere, kann ich halt auch schön sehen, wo geht wie viel Energie rein, was ist da eingestellt an den Heizkörpern, kann ich da eventuell noch ein bisschen was rausholen. Okay, ich glaube, genug gelabert. Konzept ist relativ einfach. Es ist etwas, was ich hier auch schon, glaube ich, öfter gezeigt habe. Einfach einen ESP, einfach einen Sensor dran, aber hier eben wieder kombiniert in ein System, was dann einen praktischen Nutzen hat. Einerseits, weil ich hoffentlich mitbekomme, wenn die Heizung irgendwie Stress macht. Andererseits, weil ich mehr Messwerte bekomme, die mir hoffentlich dabei helfen, für einen eventuellen Ersatz zu planen. Und das Ganze erfüllt jetzt im Prinzip den Zweck, den da dutzende kommerzielle Lösungen wahrscheinlich auch machen könnten, wo man mit Sicherheit aber nicht so schön an die Messwerte käme und eine Menge Geld für hinlegen würde. Und naja, wenn die Alternative lautet, dass ich mich ein paar Stündchen hinsetze, hier einen ESP und ein paar Sensoren zusammenfrickel und am Ende die Messwerte genauer habe, schöner in einem schöneren Format habe, was ich besser in meine bestehenden Sachen einbauen kann und dann hoffentlich halt auch schöne Messwerte bekomme, die mich irgendwie weiterbringen, ne? Dann ist, glaube ich, die Wahl relativ klar. Ich bastel das zusammen, kriege meine Messwerte und hoffe einfach, dass das Ding dann auch längere Zeit das tut, was es soll.